Moin und hallo, willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute eine digitale Küchenwaage. Größe LC-Display. Maximalbelastung 5 Kilo, also sollte ich mich nicht draufsetzen. Inklusive Batterie und Aufhängevorrichtung. Die Abmessungen sind ca. 210 x 210 x 17 mm. Die Farbe ist einfach nur türkis. Eine Batterie, oder in dem Fall müssten wir sagen, galvanische Zelle ist inklusive. Wir haben 3 Jahre Garantie drauf, wenn wir die Quittung aufbewahren. Der Hersteller ist Crofton. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir schauen uns nämlich mal an, wie die überhaupt so funktioniert. Stellvertretend für alle Küchenwagen da draußen. So, raus mit der Küchenwaage. Da ist sie. Was haben wir hier? Oh, guck mal, da seht ihr auch, wo ich sie gekauft habe. Was haben wir denn da noch? Diese Designs, das ist ja schön hier. Das ist kacke, das ist nicht so toll. Weiß wäre vielleicht noch okay gewesen, grau und das. Aber leider gab es nur noch die. Also haben wir auch die gekauft, damit wir was haben für euch zum Zeigen. So, die Küchenwaage ist aus Glas. Hier ist ein Display. Da gibt es Mode und Tear oder Tare. Das müssen wir als erstes machen. Hier hinten seht ihr dann immer so ein Fähnchen. Das ist dafür da, damit die galvanische Zelle und der Kontakt nicht zusammenkommen, weil dann würde ja Strom fließen. Und wenn Strom fließt, heißt es, das Teil würde an sein. Das heißt also, das müssen wir herausziehen. Wupp. Hier ist nämlich dieses Fähnchen, seht ihr da, dieses weiße, das hat sozusagen den Strom abgehalten zu fließen. Jetzt sollte sie an sein. Oh ja, ist sie auch. Da seht ihr, sie ist an. So, jetzt legen wir sie mal hin und dann, was machen wir? Tear heißt auf Null stellen. Und wir drücken mal drauf und sehen, sie ist jetzt genullt. Dann kann man noch den Modus ändern. So, was haben wir denn hier? Milliliter. Noch mehr Milliliter, Gramm, Milliliter, okay, also wir haben 3 Sachen zur Auswahl, 2x Milliliter und 1x Gramm. Dann lass uns mal was wiegen. Was haben wir denn hier? 400 Milliliter, 477, 478, könnt ja hinkommen, ist ja eine Dose. Und jetzt das Besondere an dieser Tare-Funktion ist, dass wir das jetzt wieder nullen können, dass das sich wieder auf Null zurückstellt und dass wir das Gefäß dann noch abziehen. Also stellt euch vor, das hier wäre euer Gefäß gewesen und jetzt stellen wir das nächste Produkt drauf und sehen dann, ohne dieses Gefäß wiegt diese Flasche 287 Gramm. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen, haben wir wieder Null. Dafür ist diese Tare-Funktion gut. Weil ihr seht, 477 minus heißt, das Teil hat vorher 477 Gramm gewogen und wenn wir das dann auf Tare setzen, ist es wieder bei Null. Die Tare-Funktion solltet ihr natürlich am Schluss dann wieder ansetzen, ja, 2x klicken und dann ist sie wieder auf Null. Jetzt könnt ihr sie stehen lassen und sie geht automatisch wieder aus. Das hat heute eigentlich fast jede Küchenwaage. So funktioniert eine Küchenwaage. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.